bildlich leben in dieser Welt. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, gebt nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Fügt euch um des Herrn willen in jede von Menschen eingesetzte Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, der über allen steht, und hört auf seine Statthalter. Die hat der Kaiser damit beauftragt, die Verbrecher zu bestrafen und die Rechtschaffenen zu belohnen. Denn das ist der Wille Gottes. Bringt durch euer rechtschaffenes Handeln die unwissenden und unvernünftigen Menschen zum Schweigen. Handelt als freie Menschen, aber nutzt die Freiheit nicht als Deckmantel für Böses. Handelt als Diener Gottes. Bringt allen Menschen Achtung entgegen. Liebt eure Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott und begegnet dem Kaiser mit Achtung. Ich schau mal, was ich für dich tun kann, Florentine. Was für eine Freude, Florentine, dass du heute hier bei uns bist, uns besuchen kommst. Ich habe gedacht an einen Zirkusbesuch vor 2 bis 3 Jahren auf dem Flugfeld. Auch da gab es ein paar Clowns dort. Im Zirkus Krone war das damals. Und das Zelt hat sich gebogen vor Lachen, weil da flogen Spaghetti durch die Gegend und alles mögliche andere Lustige ist dort passiert. Clowns haben eine Mission in dieser Welt. Sie wollen Menschen aufheitern, sie wollen lachen, wollen mit Lachen anstecken. Und ich glaube, das ist gut, dass sie das tun, weil Lachen ist nachweislich gesund. Ich bin dieser Tage nochmal über ein Video gestolpert von der Management-Trainerin Vera Birkenbiel. Lebt nicht mehr, aber das Video lebt noch. Und in dieses Video könnt ihr mal reinschauen, weil in diesem Video geht es um den psychologischen Effekt von Lächeln. Also sie erklärt dort in einem Hörsaal, und auch dieser Hörsaal biegt sich zwischendurch vor Lachen, welchen guten Effekt es hat, wenn wir einfach lächeln. In manchen Situationen, wo Stress da ist und Konflikte, man kann sein Gehirn dadurch austricksen, dass man einfach anfängt zu lächeln, und dann fressen die Freudenhormone die Stresshormone auf. Also schaut euch das mal an, es ist sehr, sehr witzig, wie viel da dran ist, sei mal dahingestellt, aber Lächeln ist auf jeden Fall gesund. Und die Florentine hat normalerweise auch eine Mission in dieser Welt. Die Florentine geht zum Beispiel in Krankenhäuser und besucht dort kranke Kinder und versucht ihnen ein bisschen Freude zu machen, tut ihnen Gutes, und vielleicht werden sie dadurch ja ein kleines bisschen mehr gesund. Clowns haben eine klare Mission in dieser Welt. Sie wissen, wofür sie da sind. Und diese Frage, die stellt sich auch uns als Christen in dieser Welt. Was ist denn unsere Rolle in dieser Welt? Was ist unsere Mission, unsere Aufgabe in dieser Welt? Und das ist ja eine Spannung, die Petrus hier aufmacht.
Er sagt zum einen, wir sind Fremde und Gäste, aber irgendwie sind wir ja doch dabei. Wir sind mitten in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Wir sind Bürger in einem neuen Reich, das ganz andere Maßstäbe hat an manchen Stellen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Predigtserie gehabt, auf den Kopf gestellt, wo es um die Bergpredigt gegangen ist. Und da haben wir gemerkt, hey, an manchen Stellen ist es anders als das, was wir sonst so erleben. Wir sind Bürger in diesem Reich und auf der anderen Seite sind wir noch deutsche Staatsbürger. Welche Rolle spielen wir in dieser Welt? Welche Rolle spielen wir in dieser Gesellschaft, in der wir leben? Und Petrus, der thematisiert hier eine hochbrisante Frage damals im ersten Jahrhundert nach Christus. Er spricht von diesem neuen Reich, in dem die Christen Bürger sind. Er spricht davon, dass sie deshalb Fremde und Gäste sind in dieser Welt. Und sie leben in einem Reich, in einer neuen Weltordnung, wo Jesus Herr und König ist. Wenn du heute sagst, Jesus ist mein Herr und König, dann sagt dir jeder, das kannst du sagen. Ja, das ist deine private Sache, ob du Jesus als diesen Herrn und König anbetest und ob du den gut findest. Da sag ich dir nichts zu, das kannst du tun und lassen, wie du möchtest. Damals war das so, die Christen lebten in einem Staatsgefüge, wo dieser Staat auch einen religiösen Anspruch hatte. Also Nero hat sich als Kaiser anbeten lassen. Und wenn die Christen jetzt sagen, Jesus ist mein Herr und König, dann war das eine Botschaft mit Brisanz. Dann war ganz schnell, da stand ganz schnell der Verdacht im Raum, ey, die betreiben Aufwiegelei, die werden hier das Staatsgefüge durcheinander bringen, die wollen eine Revolution. Und deshalb ist es so wichtig, dass Petrus und Paulus auch in ihren Briefen etwas dazu schreiben, wie sich Christen in diesem Staat verhalten sollen. Und sie fordern Christen dazu auf, sich unterzuordnen. Ja, Christen sind letztlich Gott verantwortlich und Petrus sagt das an anderer Stelle in der Apostelgeschichte auch. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber weil wir in einem neuen Reich leben, in diesem Reich Gottes, heißt es nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen hier in dieser Welt. Und es entbindet uns nicht von unseren bürgerlichen Pflichten in dem Staat, in dem wir leben. Es war damals ganz, ganz wichtig auch nochmal, unter dem Aspekt, in dem Text kommt es auch vor, es gab einen Vorwurf, der im Raum stand und das ist eigentlich ein bisschen komisch, dass das den Christen vorgeworfen wurde. Sie werden als Übeltäter und Verbrecher bezeichnet. Wie kann das sein, wenn Jesus doch Gottesliebe und Menschenliebe gepredigt hat? Wie kann das sein, dass da auf einmal der Verdacht im Raum steht, sie sind Übeltäter und Verbrecher? Man muss dazu sagen, es hatte nicht mit dem konkreten Verhalten der Christen damals zu tun, dass dieser Vorwurf im Raum stand. Es hatte einfach viel mehr mit einer Unkenntnis und einer Skepsis gegenüber dieser neuen Bewegung zu tun. Da war viel Dynamik, viel Wachstum, viele Leute sind dazugekommen und die Leute sind dem irgendwie skeptisch begegnet. Eine kleine Auswahl an Vorurteilen, die damals im Raum standen, war, es ist unwissenschaftlich, es ist nur was für einfache Leute, für den Pöbel. Wenn die ganz für sich sind, beim Abendmahl im stillen Kämmerlein, dann betreiben die Menschen Fresserei und Inzest. Und die haben eigentlich sind es Atheisten, weil die haben einen Gott, aber die bilden den gar nicht ab. Die machen dem gar kein Bildnis. Die glauben eigentlich gar nicht an einen Gott. Und die gefährden eigentlich das Staatsgefüge. Das ist mal so eine Auswahl an Vorwürfen, die den Christen damals gemacht worden ist. Und Petrus sagt, begegnet dem proaktiv und konstruktiv, indem ihr durch euren Lebenswandel ganz deutlich macht, hey, so sind wir nicht. Und auch durch euer Engagement für die Gesellschaft, in der ihr lebt, durch die guten Werke, die ihr tut, solltet ihr den Menschen zeigen, hey, da ist überhaupt nichts dran an den Vorwürfen und den Vorbehalten, die ihr gegenüber uns Christen habt. Und Paulus nennt verschiedene Aspekte in diesem Text, die ihm wichtig sind. Und wir schauen uns heute drei Punkte, ich weiß auch nicht, durch diesen ersten Petrusbrief bin ich wieder bei drei Punkten gelandet. Es geht um einen vorbildlichen Lebenswandel, es geht um ein Engagement für die Gesellschaft und es geht um die Anerkennung der staatlichen Ordnung. Und das sind ganz spannende Themen damals wie heute und wir beginnen mal mit diesem Punkt, was es bedeutet, einen vorbildlichen Lebenswandel zu führen. Michael Frost hat ein tolles Buch geschrieben, es heißt Die Welt überraschen. Und er beschreibt darin auf eine ganz plastische Art und Weise, was es bedeutet, einen vorbildlichen Lebenswandel als Christen in dieser Welt zu leben. Er spricht davon, wir sind wie ein Trailer für einen Film.
Wenn ihr einen Trailer schaut im Kino, müsst ihr vielleicht ein bisschen erinnern, wann mal Kino war und so, und man Trailer geguckt hat. In diesen Trailern sind immer so ein paar Highlights aus einem Film zusammengeschnitten. Und dieser Trailer hat die Aufgabe, dir Geschmack zu machen, darauf diesen ganzen Film zu schauen. Und so ist es im übertragenen Sinne, Michael Frost überträgt das auf unser Leben, dass an unserem Leben etwas davon deutlich werden soll, wie gut es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Wir sind wie ein Trailer für diesen guten Gott in unserem Leben. An unserem Leben sollen und werden Zeichen der Herrschaft Gottes deutlich werden. Zeichen von Versöhnung. Denn das ist ja das, was im Kern geschehen ist, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und weshalb Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um Gott und Mensch miteinander zu versöhnen und auch Versöhnung untereinander wieder möglich zu machen. Und da sollen Zeichen in unserem Leben erkennbar werden, dass wir versöhnt lernen, miteinander zu leben und dass wir uns für Frieden einsetzen in dieser Welt. Es geht um Zeichen der Gerechtigkeit in dieser Welt. Wenn man in die Bibel reinschaut, ist das das, was Gott am meisten anprangert. Wenn soziale Ungerechtigkeit da ist, wenn es nicht gerecht zugeht, wenn Leute unterdrückt werden, da legt Gott den Finger in die Wunde und sagt, so geht es nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr so mit Menschen umgeht. Ich möchte, dass es gerecht zugeht und dass die Würde jedes Menschen geschützt wird. Wenn man in die Geschichte des Christentums reinschaut, dann sieht man ganz, ganz viele Christen, die sich dafür eingesetzt haben. Für Reformen in Gefängnissen, für Reformen, was die Arbeit betrifft, für die Abschaffung von Sklaverei, für die Gleichheit, egal welche Hautfarbe du hast, dass es nicht zählt, dass es nicht deinen Wert definiert, sondern dass jeder Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, gleich ist und gleiche Chancen hat auch in dieser Welt. Christen haben sich eingesetzt für die Gerechtigkeit. Das ist meine Frau mir auch immer mal wieder ein Vorbild. Die hat ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden und setzt sich klar für Leute und für Dinge ein, wo sie merkt, hey, hier geht es nicht gerecht zu. Dann ein Punkt, den du vielleicht erstmal sagst, wo kommt das jetzt her? Schönheit, Versöhnung, Gerechtigkeit, das gibt es ganz viel als Stichpunkte in der Bibel. Und Schönheit, wo kommt das denn her? Aber wenn du mal rausschaust an einem Tag wie heute, und dir die Welt anschaust und ein bisschen durch die Gegend läufst und die Sonne strahlt dir auf deinen schönen Kopf und dann merkst du, hey, ich fühle mich Gott irgendwie nah. Da ist irgendwas, da merke ich, da steckt doch vielleicht jemand dahinter, der ein Schöpfer ist, der diese Welt sich gut ausgedacht hat. Heute Morgen bin ich sehr früh schon unterwegs gewesen, um die Predigt nochmal durch die Natur zu laufen und so. Und es war kurz nach 6, als ich im Maronatal war und es war eigentlich ganz, ganz dunkel. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, als ich Richtung Hildritzhausen eingebogen bin, linker Hand, 6:20 war da schon so das erste Morgenlicht zu sehen. Und es zeichnete sich ganz klar wie so ein Schattenbild, die Silhouette ab da oben, der Wasserturm und all das. Und es sah so wunderschön aus. Und es war so witzig, dass in dem Moment habe ich über diesen Punkt in der Predigt nachgedacht. Und wie Gottes Finger zeigt nochmal, hey, das ist etwas, was ich in dieser Welt schaffe, was ich in diese Welt hineingebe. Gott hat diese Welt wunderschön gemacht. Und ich möchte was anmerken an dieser Stelle. Wir stellen diese Deko hier zum Beispiel auch nicht nur hin, um uns ein bisschen nett zu machen, sondern wir wollen dadurch Schönheit in diesen Gottesdienst stellen und euch was Schönes vor Augen stellen. Und da steckt so viel Liebe drin, wenn Leute sich das überlegen und hier überlegen, hey, let's make a difference. Und dann guckt da diese andere Blume raus, die anders ausschaut als die anderen Blumen in dem schönen Gesteck hier. Und das soll etwas sein, was auf Gott als den Schöpfer von Schönheit hinweist. Deshalb machen Leute das hier. Auch, dass wir diesen Gottesdienst hier per Livestream übertragen und ein bisschen was in Technik investiert haben, haben wir nicht gemacht, um nachher sagen zu können, wir haben einen tollen Livestream, wir sind die Allerbesten und die Allercoolsten, sondern es soll etwas sein, was man schön anschauen kann. Was ein Geschenk ist für dich, wenn du das zu Hause am Livestream schaust, dass du denkst, hey, das kann ich mir gut anschauen. Und das ist etwas Schönes, was ich anschauen kann an diesem Sonntagmorgen. Es ist ein Bild für das, was Gott tut in dieser Welt. Zeichen von Schönheit. Und als letztes noch Zeichen von Heilung. Auch das soll in deinem Leben deutlich werden. Denn Gott ist in diese Welt gekommen, um zerbrochene Menschen wiederherzustellen. Das ist sein Herzschlag. Er möchte das auch in deinem Leben tun und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du etwas davon erzählen können, wo Dinge in deinem Leben heil geworden sind. Gott liebt es, zerbrochenen Menschen nahe zu sein, Verwundete aufzurichten. Das ist Gottes Herzschlag in dieser Welt. Und dafür darf dein Leben Trailer sein. Da darf dein Leben darauf hinweisen.
Es geht um so viel mehr bei vorbildlichem Leben, als Dinge richtig zu machen, als es richtig zu beantworten und Dinge richtig zu beurteilen. Das sind die Dinge, um die es geht, wenn du dich fragst, wie kann ich ein vorbildliches Leben führen? Petrus schreibt das in den Versen 11 bis 12. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, gebt nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Und ich möchte jetzt auch nicht drum um diesen Vers 11 drumherum gehen, sondern auch das hat etwas mit unserem vorbildlichen Leben zu tun. Es gibt Dinge in unserem Leben, Grundbedürfnisse, die sind ganz normal und menschlich. Wir wollen essen, wir wollen trinken, wir wollen schlafen, wir wollen uns mitteilen, wir brauchen zwischenmenschlichen Kontakt, wir brauchen Anerkennung. All das sind ganz normale Dinge in unserem Leben, Grundbedürfnisse, die dazugehören. Aber die Frage ist, welche Dynamiken entwickeln diese Dinge in unserem Leben? Sind sie positiv oder sind sie destruktiv? Und immer wenn, wie es hier im Text auch heißt, wenn etwas zum Objekt unserer Begierde wird, dann beginnen Dinge zu kippen. Dann fangen gute Dinge an, dich ungut zu bestimmen. Dann beherrschen dich Dinge und haben dich Dinge im Griff, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, dass sie dich im Griff haben, sondern die du genießen sollst und gestalten sollst. Ja, es gibt diese menschlichen Grundbedürfnisse nach Nahrung, nach Anerkennung, nach Sexualität, nach Gesundheit. Es ist alles da und das dürfen wir in unserem Leben auch wahrnehmen und das darf auch seinen Platz haben. Aber es wird dann schwierig, wenn wir auf Gedeih und Verderb nur noch an uns selbst denken und auf Kosten anderer diese Dinge versuchen einzufordern in unserem Leben. Dann wird es schwierig, dann wird es ungut. Dann nehmen uns diese guten Dinge oder vielleicht neutralen Dinge auf eine ungute Art und Weise in Beschlag und kontrollieren uns. Und Gottes Ziel in unserem Leben ist es, dass uns diese Dinge nicht von innen her verderben, dass uns diese Dinge nicht im Griff haben. Gott möchte uns befreien von diesen unguten Dynamiken, von Dingen, die uns kaputt machen wollen und möchte gute Dynamiken in unser Leben hineingeben, dass Gutes sich ausbreitet und dass sich Gutes ausbreitet durch uns auch in den Beziehungen, weil all das, was in uns passiert, was wir fühlen, was wir denken, was wir tun, das findet ja immer nicht im luftleeren Raum statt, sondern das findet mitten in Beziehungen statt. Alles, was sich in dir bewegt, all das, was in dir passiert, das hat Auswirkungen auf die wichtigsten Beziehungen in deinem Leben, auf die Beziehung zu Gott, auf die Beziehung zu dir selbst und auf die Beziehung zu anderen. Und die Frage ist, was sind da für Dynamiken in deinem Leben? Sind es Dinge, die das Gute fördern oder das Wünschenswerte und das Schöne in diesen Beziehungen? Oder geht es in die falsche Richtung, dass wir merken, hey, da kommt etwas Destruktives in unser Leben hinein? Und Petrus möchte, dass wir das im Blick haben. Es ist unsere Aufgabe, darauf zu schauen, was sind da für Dynamiken in unserem Leben? Wo sind diese Begierden da unserer menschlichen Natur und die machen eigentlich mehr kaputt, als dass sie etwas Positives befördern? Wir sollen unsere Möglichkeiten ergreifen, dass in den Beziehungen etwas gedeiht, was sie festigt, was sie bereichert und was sie verschönert. Und das Ding ist, das Problem, du kannst dir das nicht einfach vornehmen und machen. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich führe ab jetzt ein vorbildliches Leben und ich werde diese Dynamiken ausschalten, das ist alles kein Problem für mich. Das funktioniert so nicht. Das können wir uns nicht aus eigener Kraft vornehmen. Und ich streife jetzt einmal kurz mit euch Römer 12, Vers 1 bis 2. Da kann man eine ganze Predigtserie drüber machen. Haben wir hier auch teilweise schon mal gemacht, da tiefer drauf einzugehen. Aber da wird diese Dynamik Gottes in unserem Leben beschrieben, die das in Gang setzt. Da heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Hier sehen wir sehr komprimiert, wie diese Dynamik Gottes in unserem Leben
geschieht und wie sie hineinkommt. Sie kommt durch Gottes Erbarmen. Das ist das, was ganz vorne steht. Es geht darum, dass Gott zuallererst Erbarmen mit uns hat, dass seine Güte da ist, dass seine Liebe da ist, seine Erlösung, seine Befreiung, all das Gute, was Gott in unser Leben hineintut. Und wenn man sich den Römerbrief anschaut, dann sind das die ersten 11 Kapitel, wo Paulus das entfaltet, was Gott für uns getan hat. Und dann kommt dieses Kapitel 12 und konkrete Schritte und Veränderungen, aber zuerst geht es darum, was Gott tut in unserem Leben. Egal wie sehr du dich um ein vorbildliches Leben bemühst, Gott ist uns immer schon zuvor gekommen. Bevor du irgendetwas zustande bringst, hat Gott schon das Entscheidende getan in deinem Leben. Thomas Harry formuliert es in seinem Buch, sich selbst, die Kunst, sich selbst zu führen, so: Das Wort Nachfolge verdeutlicht das. Unser Tun folgt immer dem nach, was Gott zuvor für uns getan hat. Unser Tun folgt immer dem nach, was Gott zuvor für uns getan hat. Das ist das Erste, was passiert in unserem Leben, dass Gott so viel für uns tut. Und dann ist es logisch, sich diesem Gott zur Verfügung zu stellen, sein ganzes Leben hinzulegen und zu sagen: Hey, ja Gott, tu das. Entfalte diese Dynamiken in meinem Leben. Ich gebe dir Raum dafür, dass das Gute sich entwickelt in meinem Leben. Und so startet Gott dann einen Erneuerungsprozess, der dann auch beschrieben wird in diesen Versen, wo es darum geht, dass unser Denken erneuert wird, dass wir lernen, die Dinge neu zu sehen. Und am Ende stehen reife, auf Gott bezogene, liebende, verantwortliche Menschen. Das ist das, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat und wo Gott uns wieder hinführen möchte. Und wenn man sich das Ende von Vers 2 anschaut, dann geht es darum, dass von dem Guten, was Gott tut, sich das Gute durch uns weiter verbreitet in dieser Welt. Und am Ende soll vielleicht so ein Urteil über unserem Leben stehen, wie im Lukas-Evangelium über Jesus ganz am Anfang. Das sind so ein bisschen überraschende Verse. Als Jesus noch klein ist und aufwächst, da heißt es dann: Jesus wuchs heran, er wurde älter und weiser, Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Und das sollen wir auch sein. Das soll bei uns auch passieren, dass wir nicht nur älter werden, sondern weiser. Und dass Menschen und Gott Freude an uns haben, ihre helle Freude an uns haben. Johannes Wart, der Wort- und Überlebenskünstler, auch schon mal bei uns in der Gemeinde gewesen. Auch tolle Videos im Internet, wo man viel lachen kann, aber auch sehr ermutigend. Der schreibt etwas über dich: Sie sind Gottes Geschenk an diese Welt. Wenn er in ihnen wohnt, sind sie das Beste, was heute ihren Mitmenschen passieren kann. Wenn Sie morgens aufstehen und das nicht mit Überzeugung glauben und anschließend leben, sollten Sie besser im Bett bleiben, Ihren Mitmenschen zuliebe. Er sagt das auf seine charmant direkte Art. Aber lass dir das mal zusprechen: Du bist Gottes Geschenk an diese Welt. Und wenn Gott in dir wohnt, dann bist du das Beste, was deinen Mitmenschen an diesem Tag passieren kann. Lass mal kurz sacken und an dich ran und an dein Herz. Das Zweite ist, dass wir uns engagieren für die Gesellschaft. Gott vermehrt durch uns Gutes in dieser Welt. Und er möchte, dass wir gute Dinge tun. Und Petrus fordert uns dazu auf. Und ihr habt jetzt den Background, dass es nicht diesen Druck gibt, sondern wo das herkommt mit dem Guten in dieser Welt. Und das soll nicht irgendwo in der frommen Gemeindeinsel nur passieren, sondern es heißt in dem Text, dass die Leute das sehen sollen. Ich lese die Verse 12 und 15. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Denn das ist der Wille Gottes, bringt durch euer rechtschaffendes Handeln die unwissenden und unvernünftigen Menschen zum Schweigen. Das sind jetzt keine Werturteile, das mal vorneweg. Unwissend, unvernünftig, alle Menschen um uns herum, die verstehen gar nichts. Sondern es geht darum, dass wir durch das, wie wir sind und was wir tun in dieser Welt, diese Unkenntnis überwinden und diese Vorurteile entkräften und die Leute positiv überraschen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Florentine, du bist irgendwo da hinten. Genau das, was du auch machst. Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Darum geht es auch für uns als Christen, dass wir Menschen positiv überraschen und zum Guten beitragen in dieser Welt. In Matthäus 5 spricht Jesus davon,
dass wir als Christen Salz und Licht sind in dieser Welt. Und das ist eine grundsätzlich positive Funktion für die Menschen um uns herum. Das ist gut, dass wir als Christen als Salz und Licht in dieser Welt sind. Und er zieht dann ein ähnliches Fazit wie Petrus hier mit den guten Taten. Jesus sagt dann, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Durch das, was wir reingeben, dass wir an Gutem tun in dieser Welt, sollen Menschen auf Gott aufmerksam werden, auf den guten Vater im Himmel, dass sie ihn sehen und aufmerksam werden auf ihn. Nicht nur an unserem vorbildlichen Leben, dass sie irgendwie beobachten und denken, oh, das ist ja ganz toll, sondern sie sollen etwas davon erleben können, am eigenen Leib. Denk nochmal an den Trailer und den Kinofilm. In manchen Kinos gibt es ja diese Actionsessel. Und das ist so, wie wenn du diesen Trailer in diesem Actionsessel siehst. Da spürst du richtig was davon, was da Gott in deinem Leben hineingeben möchte, dadurch, dass Christen hier als Salz und Licht unterwegs sind. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen zuerst. Jesus fordert uns dazu auf, dass wir in dieser positiven Art und Weise mitgestalten und mittendrin sind. Wir dürfen an der Spitze stehen, wenn es darum geht, Gutes zu tun und aktiv zu sein in dieser Welt. Mich hat es nochmal sehr nachdenklich gemacht, als ich gelesen habe, wo Jesus über die letzten Tage dieser Welt spricht, über das Gericht, wo es auch in diesem Text darum geht. Und in Matthäus 25 wird ganz deutlich, worum es im Leben von Menschen gehen wird, worum es im Leben von Christen auch gehen wird am Ende. Da geht es am Ende nicht darum, dass du irgendwelche dogmatischen Fragen richtig beantworten kannst. Da geht es auch nicht darum, dass du ein moralisch sauberes Leben vorweisen kannst. Sondern wenn du in Matthäus 25 hinschaust, dann geht es Jesus darum, er spricht dann davon, dass er hungrig gewesen ist und dass wir ihm zu essen gegeben haben. Dass wir durstig gewesen sind und dass wir ihm zu trinken gegeben haben. Dass er fremd gewesen ist in dieser Welt und dass wir ihn aufgenommen haben. Dass er krank und im Gefängnis gewesen ist und dass wir ihn besucht haben. Dass Menschen nackt gewesen sind und wir ihnen etwas zum Anziehen gegeben haben. Darum geht es am Ende, wenn es darum geht, wofür ist dein Leben da gewesen. Das ist unser Auftrag. Ganz konkret Verantwortung zu übernehmen, für die Menschen um uns herum, für die Nöte der Menschen um uns herum. Die sind mal offensichtlicher und mal nicht so offensichtlich, aber das ist das, was am Ende zählt, dass sich konkret Gutes von uns ausgebreitet hat in dieser Welt. Und die Voraussetzung davon ist, dass wir wirklich mit den Menschen in dieser Welt unterwegs sind. Du musst deinen Alltag nicht irgendwie nur überleben von Wochenende zu Wochenende, sondern da sind Menschen ganz bewusst um dich herum. Deine Arbeitskollegen, die Eltern der Freunde deiner Kinder, da sind Schulkameraden, da sind Studienkollegen. Normalerweise, im Moment sind die alle irgendwie digital nur da, aber sie sind ja da. Und du darfst im Leben dieser Menschen wie so ein Trailer mit göttlichen Special Effects sein. Du darfst in ihrem Leben Gutes tun und sie aufmerksam machen auf diesen guten Gott. Es ist unser Auftrag, sie zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Nochmal, damit du das glauben kannst, Johannes Wart etwas rheinisch direkter, du bist Gottes Geschenk an diese Welt. Wenn er in dir wohnt, dann bist du das Beste, was heute deinen Mitmenschen passieren kann. Und du musst nicht alles tun, das ist auch klar, keiner von uns kann alles tun, es liegt auch nicht alles jedem von uns. Wenn ich so in mein Leben zurückschaue, dann zieht sich so ein bisschen durch, dass ich gerne als Friedensstifter unterwegs bin. Das war schon, wenn ich mein Zeugnis anschaue aus der 3., 4. Klasse oder sowas, da stand drin, Manuel hilft Streit zu schlichten auf dem Schulhof. Und das hat damals schon angefangen und ich merke einfach, ja, ich liebe Harmonie, ich liebe Frieden, ich liebe es, wenn Menschen wieder zueinander finden. Und ich finde, da können wir etwas beitragen in dieser Welt, indem wir etwas davon vorleben, wie man wieder aufeinander zukommt, wenn man miteinander Probleme gehabt hat. Ich merke das ja selber manchmal bei mir, ihr nicht vielleicht, aber man denkt in manchen Situationen, wenn irgendwas vorgefallen ist, jetzt lasse ich den aber mal auf mich zukommen. Also jetzt kann der mal kommen und sich bei mir entschuldigen.
Und ich glaube, man will dadurch irgendwie so eine gewisse Stärke zeigen und denken, jetzt zeige ich dem aber mal, wie es eigentlich hier, wer der Schlimme ist und so. Und ich denke, es ist viel, viel stärker, wenn wir den ersten Schritt aufeinander zutun. Und dazu ermutige ich Leute. Wenn ich mitbekomme in meinem Umfeld, da ist irgendwas gewesen, dann versuche ich Leute davon zu überzeugen, dass es eigentlich Stärke ist, den ersten Schritt auf den anderen wieder zuzumachen und nicht zu warten, dass der andere kommt. Weil Gott hat es auch gemacht. Er ist den ersten Schritt auf uns zugekommen und hat nicht gewartet, bis wir ihm bewiesen haben, dass wir es auch wert sind. Unsere Bestimmung in dieser Welt ist es, gerne Zeit mit Menschen um uns herum zu verbringen und sie kennenzulernen und sie positiv zu überraschen. Ich habe letztens mal jemandem genau zugehört, als wir so zusammen unterwegs waren. Und dann habe ich gehört, er hat bald Hochzeitstag. Und dann habe ich dieser Person, habe ich ein paar Sachen besorgt und bin am Hochzeitstag dahin, habe geklingelt und habe ihnen was vorbeigebracht, eine Kleinigkeit. Und das war für die der absolute Hit, weil die haben gesagt, sie haben noch nie von jemand anderem irgendetwas zum Hochzeitstag bekommen. Habe dann noch eine Karte geschrieben, wo ich so gesagt habe, hey, wie cool, dass ihr schon so lange verheiratet seid und das ist so wertvoll und dann, ich feuere euch an, dass ihr weiter miteinander unterwegs seid. Und das war für die Leute eine total positive Überraschung. Das dürfen wir in dieser Welt sein. So ein bisschen wie in diesem Bild hier, dieser Blumenwerfer, vielleicht kennt ihr den. Den hat Banksy in Bethlehem an eine Fassade gesprayt. Und das ist so dieser vermummte Typ, der aber keinen Stein wirft, sondern einen Blumenstrauß wirft. Hey, und das ist doch toll, dass wir das tun dürfen, dass das unsere Bestimmung ist in dieser Welt, dass wir unerwartet Gutes tun, dass wir mit Gutem um uns werfen. Hey, was ist das für eine tolle Lebensaufgabe? Wir dürfen Menschen radikal lieben. Du als Einzelner und wir als Gemeinde, das ist unser Auftrag, dass wir Menschen unerwartet Gutes tun. Wir haben als Gemeinde einen Termin ausgemacht, als hauptamtlichen Team und mit unseren Leuten im Bereich Soziales. Wir werden uns demnächst mit dem Dezernat Soziales treffen von unserer Stadt Böblingen, um da mal hinzuhören und mit denen in Kontakt zu kommen, um zu schauen, hey, wie können wir denn hier in Böblingen noch gezielter mit Blumensträußen um uns schmeißen, im übertragenen Sinne. Wir wollen da mal hinhören, wo sind die Nöte und die Bedürfnisse hier in dem Stadtteil oder auch weiter drumherum und wie können wir als Gemeinde vielleicht in dem Ganzen eine Rolle spielen. Ich freue mich auf diesen Termin und freue mich, da hinzuhören, was da deutlich wird, was Gott uns zeigen wird. Im letzten Punkt der Predigt möchte ich noch ein Stück weit mehr diese Institutionen anschauen, mehr das große Ganze, weil darauf geht Petrus ja dann eben auch ein, wo es um den Staat geht und die Einordnung in die staatliche Ordnung. Und wir waren jetzt gerade schon beim Dezernat Soziales, da wird es ja schon ein bisschen offizieller an der Stelle. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 14. Fügt euch um des Herrn Willen in jede von Menschen eingesetzte Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, der über allen steht, und hört auf seine Statthalter. Die hat der Kaiser damit beauftragt, die Verbrecher zu bestrafen und die Rechtschaffenden zu belohnen. Und es geht an dieser Stelle immer noch darum, wie können wir denn diese Vorurteile überwinden, die da sind gegenüber den Christen, die angeblich aufwiegeln und den Staat nicht gut finden und ein neues Reich in dieser Welt auf, also Revolution. Es geht darum, wie können wir dem begegnen. Und Paulus sagt es ganz ähnlich in Römer 13, Vers 1. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen, denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das klingt ganz ähnlich in der Grundaussage. Es geht darum, sich diesem Staat unterzuordnen. Also auch wenn Christen in dieser Welt auch in einer neuen Weltordnung sind, wenn sie im Reich Gottes leben, dann entbindet uns das nicht von unseren bürgerlichen Pflichten, dann sind wir trotzdem noch Teil dieses Staats und es geht darum, den Kaiser zu achten und auch die Menschen um uns herum. Christen sollen sich als rechtschaffende Bürger einbringen in den Staat, in der Stadt, in der sie leben und unterordnen. Und ich weiß nicht, was bei diesem Wort bei dir
bei dir hochkommt, wenn du das so hörst, unterordnen, das kommt ja ein bisschen vielleicht auch darauf an, wie du so grundsätzlich gestrickt bist, ob du eher so, auch vielleicht als Teenager eher rebellisch warst und eher oder eher so ein bisschen vorsichtig. Und das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage für uns als Christen, die auch immer wieder kontrovers diskutiert wird. Wie kann man sich diesem Staat unterordnen? Und wie ist das mit diesem Staat, der ja manchmal auch an manchen Stellen sich irgendwie gefühlt von christlichen Werten entfernt? Wie soll ich denn damit umgehen in dieser Unterordnung? Soll ich das alles einfach irgendwie schlucken? Und Petrus hat erstmal einen ganz nüchternen Blick darauf, was dieses Thema betrifft. Er sagt, hey, das ist kein christlicher Staat, in dem wir leben. Wir sind nicht in einem christlichen Staat. Das sind der Kaiser ist der Kaiser und wir haben einen Gott, vor dem haben wir Ehrfurcht. Und das ist beides auch ein Stück weit auseinanderzuhalten. Wir leben nicht in einem christlichen Staat. Und der Staat ist erstmal dafür da, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Er soll die bösen Leute bestrafen und er soll die guten Leute belohnen. Das ist mal die Grundfunktion des Staates, in dem wir leben, gegen die Anarchie, für die Ordnung. Und das ist gut, dass es den Staat und die Institutionen gibt. Wenn da was kippt, wenn auf einmal Gutes Böse genannt wird und wenn Böses Gut genannt wird, dann sollen wir den Mund aufmachen. Dann dürfen wir die Stimme erheben und dann sollen wir uns auch einbringen und dann sollen wir etwas sagen dazu. Das heißt nicht Unterordnung auf Gedeih und Verderb, Kadavergehorsam oder was auch immer. Wenn da Dinge kippen, dann dürfen wir unsere Stimme einbringen. Auf der Basis davon, dass wir grundsätzlich gewillt sind, uns positiv in die Gesellschaft einzubringen. Das, was wir vorher angeschaut haben. Wenn Leute das merken, hey, die Christen, die bringen sich positiv ein in die Gesellschaft und die wollen was Gutes verbreiten, dann haben wir auch viel mehr eine Chance, gehört zu werden in manchen Fragen. Aber wie kann das konkret aussehen, sich unterzuordnen und trotzdem die Stimme an der einen oder anderen Stelle zu erheben und auch was Meinungen reinzugeben in die öffentliche Diskussion? Es gab ein tolles Interview, das habe ich euch auch mal geschickt, zumindest in der Gemeinde. Ihr könnt das mal googeln. Das war ein Interview von Uwe Heimowski, dem Beauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz am Bundestag, mit einem Mitglied des Bundestages, der Frank Heinrich. Und das war im Zuge der Corona-Maßnahmen, Corona-Politik, ist ja alles heiß diskutiert und manches war an Vorwürfen da. Und ihnen war es wichtig, Transparenz zu schaffen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden und wie schwer das manchmal auch für die Politiker ist, in dieser Situation zu führen und Dinge zu entscheiden. Und ich fand das ganz, ganz wichtig, da mal reinschauen zu können, was die Politiker bewegt und was das im Tagesgeschäft auch bedeutet. Und in diesem Gespräch wurde ganz, ganz deutlich, konstruktive Kritik per Mail oder per Brief ist immer herzlich willkommen. Die wird sogar gelesen. Die Politiker ermutigen an der Stelle, dass wir in Dialog treten und unsere Meinung auch an verschiedenen Stellen reingeben und uns unsere Stimme erheben, wenn wir meinen, wir müssen jetzt mal da was dazu sagen. Wir haben ja auch mal eine Podiumsdiskussion in der Gemeinde gehabt, wo wir Vertreter verschiedener Parteien hier hatten, um mal zu hören, hey, was sind denn die Positionen von Ihnen, auch was christliche Themen betrifft? Und hier in Böblingen haben wir zwei Abgeordnete im Bundestag, den Florian Tonka und den Marc Biadatz. Die bieten regelmäßig eine Bürgersprechstunde an und da kannst du hingehen und mit denen ins Gespräch kommen über verschiedene Themen, die dich bewegen, auch aus christlicher Sicht. Ich habe das auch gemacht. Ich war schon bei denen, habe denen was gesagt, um einfach mit ihnen im Gespräch zu sein. Und dazu wird sehr stark ermutigt, auch von Seite der Politiker. In seinem tollen Buch Der politische Jesus beschreibt Uwe Heimowski, wie sie als Deutsche Evangelische Allianz am Bundestag arbeiten. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, da mal hinzuhören. Wie bringen die denn ihre Stimme dort ein? Und ihnen ist wichtig, dass sie auf der Wertebasis der Bibel christliche Werte zu konkreten politischen Debatten einbringen. Und das machen sie. Sie sind im Gespräch an verschiedenen Stellen und in Kontakt mit Politikern und bringen die christliche Position mit ein in die Diskussion. Und sie sind sich dabei natürlich auch bewusst, in der Demokratie, da melden sich viele Stimmen. Und die christliche Stimme ist nur eine Stimme. Und von der christlichen Stimme zu sprechen, ist eigentlich auch schon Quatsch, weil wir sind uns ja auch nicht in allem einig. Aber in manchen Positionen dann doch. Und die bringen sie ein, diese Stimme, auch wenn es nur eine kleine Stimme ist.
aber sie soll gehört werden. Eine Stimme, die sich einsetzt für Gerechtigkeit, die sich einsetzt für Frieden, die sich einsetzt gegen jegliche Art von Diskriminierung, die sich einsetzt für Sozialhilfe, für Familienhilfe, um das Gute in dieser Welt zu vermehren. Und auf der Basis davon, dass Christen erlebt werden als solche, die sich positiv einbringen für die Menschen um sich herum und für die Gesellschaft, in der sie leben, bekommt diese Stimme mehr und mehr Gewicht. Das passiert, wenn wir uns einsetzen, dass auch unsere Stimme stärker wahrgenommen wird. Weil dann treten wir ja im Grunde auch an die Seite der Politik. Die Politik ist beauftragt zum Wohl der Gesellschaft. Und auch wir sind beauftragt zum Wohl der Gesellschaft. Und deshalb braucht es Zusammenarbeit. Uwe Heimowski schreibt, wenn man etwas bewegen will über die eigene Lebenswelt hinaus, dann braucht man die Politik im Boot. Und man braucht breite gesellschaftliche Netzwerke. Also Uwe Heimowski wirbt davon, dass wir einen wertschätzenden, konstruktiven Umgang miteinander haben und dass wir einander brauchen, um Gutes in dieser Welt zu vermehren. Und er wirbt auch darum, deine Einflussmöglichkeiten auf die Politik zu nutzen, in der Gesellschaft zu nutzen. Und damit möchte ich schließen, mit diesen Möglichkeiten, die nochmal aufzählen. Es fängt an beim Wählen, dass wir uns unterordnen und einfügen in diesen Staat. Geh wählen. Es gibt kein Parteiprogramm, das das Evangelium ist, das weiß ich auch, aber du kannst einfach die Wahlprogramme anschauen und schauen, wo gibt es die größte Schnittmenge mit den christlichen Werten, für die du stehst und wo du denkst, hey, die vertreten das am allerbesten. Demnächst ist Landtagswahl, geht wählen oder macht Briefwahl wahrscheinlich besser im Moment. Und als Institution Gemeinde ist uns wichtig, dass wir eben diesen konstruktiven Dialog fördern. Und deshalb machen wir so Termine wie mit dem Dezernat Soziales, um dort im Gespräch zu sein und zu hören, wie können wir uns gemeinsam zum Wohl dieser Stadt einsetzen. Wir haben auch Leute in der Gemeinde, die sind in der Politik aktiv. Und das braucht es. Wenn wir diese Gesellschaft wirklich prägen und mitgestalten wollen, dann müssen wir das überall tun, auch in der Politik. Und es ist gut, wenn Leute in öffentlichen Ämtern oder Ehrenämtern unterwegs sind. Das wollen wir unterstützen als Gemeinde auch. Und dann demjenigen nicht auf der anderen Seite sagen, es ist schade, dass du dich bei uns in der Gemeinde nicht so engagierst. Nee, das steht gar nicht gegeneinander, sondern es ist eins. Wir setzen uns ein zum Wohl der Gesellschaft, in der wir leben. Als Elternvertreter, als Fußballtrainer, in der Kommunalpolitik. An verschiedenen Stellen kannst du ein Zeichen setzen und im Namen Gottes Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, in der wir leben. Uwe Heimowski, noch mal kurz, weil ich über ihn am meisten über Politik überhaupt weiß und so. Der hat ein tolles Beispiel erzählt, als er noch Pastor gewesen ist, in Gera war das, in der Gemeinde, haben sie Kontakt zu einem Landtagsabgeordneten gesucht und haben sich dort eingeladen und haben ihn besucht. Und sie sind einfach dorthin gegangen und haben ihn gefragt, wie es ihm geht und wie sie für ihn beten können. Und der Typ war total überrascht, dass da eine christliche Gemeinschaft zu ihnen gekommen ist und nichts von ihnen wollte und auch keine Kritik mit am Start hatte, sondern einfach nur positiv sich einbringen wollte für ihn und wissen wollte, wie geht es ihm und wie sie für ihn beten können. Und damit möchte ich schließen. Das ist eh das Wichtigste, was wir tun können für die Politiker und die Stadt und den Staat, in dem wir leben, dass wir beten für die Menschen, die Verantwortung tragen. Das ist so ein harter und schwieriger Job und wir dürfen beten für die Leute und sie segnen. Es ist viel, viel mehr wert als all das Stammtischgeschimpfe, was sonst so verbreitet wird über Politiker. Florentine Jetzt habe ich viel erzählt hier, war auch ein voller Text und so. Ich kann das gut verstehen, dass du da erstmal den Kopf geschüttelt hast. Wie geht's dir denn jetzt? Hast du ein bisschen mehr verstanden? Vielleicht irgendwie, was du praktisch auch mitnehmen kannst und tun kannst? Oh, das ist ja toll, dass du das direkt am Pastor ausprobierst. Ja, du fügst dich gut in den Start ein, Florentine.
mache jetzt nicht den Mund auf, ich nehme es mir einfach. Ja? Danke. Oh, herrlich, das genieße ich gleich. Aber ich habe ja auch davon gesprochen, dass ich nicht nur an mich selber denken soll, sondern hast du vielleicht auch noch irgendwie was für die anderen Leute hier? Reicht es? Ja, kannst auch Jochen Englert fragen, der weiß, wie viele Leute hier sind. Oh, ich glaube, es gibt Hoffnung für euch. Ja, Moment, ich muss mir, habe zufällig Handschuhe dabei. Ja, wer. Na super, funktioniert prima. Ne, egal. So, ui. Das ist ja hier. Ja. Okay, also, bist du bereit? Alles klar, dann geht's los. Wunderbar. Vielen Dank, Florentine.